Wir mussten uns erstmal selber beweisen, okay, sind wir jetzt ein gutes Team nach diesen 6 Monaten, die wir gespielt haben. Hier, wo die dann E7 haben, oder? Mhm. Also ihr könnt euch nachher noch kurz einschalten. Aber es ist halt sehr offen. Ja. Sind wir auch in der Major-Vorbereitung, waren wir halt sehr confident in uns selbst, dass wir nur mit der Major-Teilnahme nicht mehr zufrieden waren. Wir wollten auf jeden Fall mehr und wie gesagt, also ich hatte selten so ein Gefühl vor dem Turnier. Ich hätte vor dem Turnier gesagt, wir könnten das Turnier gewinnen, weil wir uns einfach so gut gefühlt haben. Natürlich weiß ich, dass das ein Traumdenken war mäßig, aber es hat sich einfach so angefühlt vor dem Turnier mit dem ganzen Vorbereitung, dass wir einfach uns super gefühlt haben. Und dann von Spiel zu Spiel uns gesteigert haben, auch auf dem Major. Now he rotates over, this is pressure on. It's a bit of a tight choke point, a pressure cooker even, but next. Finding the quick kill quick enough on Nico means they'll hold off Valu, missing yet another key shot. And they take control of the site with a bomb. 4 seconds to spare, a man advantage as well. And next takes Kiyoshima as soon as he arrives. Trying to damage that of Biggs because they have 2 players on low HP. He's going to take his chances. All 3 kills for next so far. Next inside of the site finds a 4th. 5-on-3 indeed, another chance. 19 seconds. We've got a number of chances. Chance to do so, it's gotta be done quickly. Nico is in a problem because he gets caught out from top of banana. That leaves Kyo in the corner. No! The key gets hurt, and it's the win for Big. They'll go 1-0 against FaZe Clan. Bullet thrown in there through the smoke there by nothing. And here comes the push. The Tech9s are savage. Their 3 openers coming in for Big. Yes! And this is something they've used well before, the explosion out of the balcony. It's very tough to deal with on the CT side unless you have the man standing on that balcony, and that is the case here, and it is Shroud. He was having a hard game so far, but perhaps this is the spot that he needs. There is the first frag coming in from nothing, but Shroud will die. Tapson, lethal precision, a 3rd kill coming in from Tapson. Nice! What's up, man? Kurz nach dem Offline-Qualifier kamen wir auf die Idee, ey, vielleicht kann man diesen Sprung auch noch woanders benutzen, und haben dann halt rumgesucht und haben uns dann überlegt, ey, das kann da helfen, das kann da helfen. Also haben da auch nochmal Zeit investiert, und auch deswegen, weil wir einfach so viel Zeit investiert haben, war ich auch, wie gesagt, vor dem Turnier sehr, sehr, sehr confident, auch wegen diesen Sachen. Nicht nur, weil das Training gut lief, aber auch, wir haben neue Sachen gefunden, wir haben neue Erleuchtungen quasi bekommen und neue Theorien gehabt, und die haben sich als Wabe bewiesen, und deswegen waren wir einfach auch so confident auch. We were waiting for the broadcast, so now they started. Ja! We started? No. They started, sorry. Yeah. That's my tongue, you know, I'm tired. Oh, we started. Yeah, they decided. Mach nicht zu behasst. They have a chance to... Oh, ich will das Cash werden. Was ist ein Typ, man fasst die Mini an. Komm mich auch bitte. Ich entschuldige mich, ich will auch wieder. Nein, Cash weg. Es ist Best Case Szenario. Best Case, ich gepisse, dann geht's los. Alles ist vorbereitet. Ey, erklär nochmal die erste Equipment, gell? Können wir Headset abnehmen, ja, ne? Ja, erste Equipment. Ja, ich glaub sie. Ja? Oder? Ja, guck mal hier. Nein! 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 Das ist ja Hochzeit! Oh! Ja, komm! Ich raus! Der Flash-Action! Er ist Sandkasten! Oben rechts, oben rechts! Oben rechts, da hoch sonst! Down! Was macht ihr? Down! Nice! Bombe! Bombe ist oben, Kevin, wahrscheinlich! Nein, da ist nicht! Sandkasten springen! Hier noch einer! Lente zum Maus! Nein! Überklasse Runde, Jarosch! Both top mid and all the way over toward Atrium. Taps and goes quick. Cold Zero's quicker. Gets a second as well as the bomb will go down and follows it up. They're all lining up. Cold Zero with an ace. A beautiful one as well. Der Typ ist zu gut, Mann.
Balcony has gone towards CT. No smoke out yet. It will go now. He's going to time it with the smoke, though. Knows that one of the weapons drawn and fallen and cold go down to Legio. Insane! After the best of taking a nade to the face once again, utility usage from Big's been amazing. Key of the AWP looking to find multiple frags here. There's two out of two as Next chimes in as well. Certainly does. Getting closer toward Atrium position. Cold last alive. Swinging through CT and all five stay alive. He gets pulled. He's the only one back towards the bottom of Banana. The rest are in apartments. This could be fast. Very fast. Out they go. Flashes through. Taco in the sight. Locked behind the pillar, but not behind the box. Scoppy getting two. Pulls this one off. Should get this kill, no problem. But Scoppy's the only one. Nice! Ninich. Yeah, the pulls very likely. Nice! Big are one round away from going 3-0. Can I see timeout from coach? Wir sollten aber gut ein Steck, das Dragon Move, Insel Arbeit muss man aber noch 4 Mal ja. Und dann zur 50 Kette. Okay, Abfahrt. Sehr gut. The round begins. Big with a chance to get the playoffs. Go big or go home. 5 AK-47s. SK Gaming, can I take it to overtime? In fact, he's going to flash through it. That's going to catch them. Double flash, double blind. Legia doesn't peek on it. Ooh, Molotov does so much damage though because they're blind and they're in the flames and they're in the grave. Taps him with two. Fur has to be forced back off as another Molotov lands directly in front of Incendiary, if you will. Good push from Gopi to capitalize. Backup plan is B. Phelps is opening it. Cold already has Gopi down, but he's got to run quickly and this has to be held. Tapson says no. Tapson has gone by the smoke. Jumps up, no noise. Jumps up, no feet spotted. Just got up, sees. Yeah! Lass mich durch! Ohne den Jump, ganz easy! Ganz easy ohne den Jump, ihr verdammten Mann! So läuft das ab! Was geht? Ich bin so happy, Mann! Du hast dir so gepickt, Mann! Dein Spiel! Joe, du warst insane! Joe, du warst so insane, Junge! Das ist insane, Alter! Oh, Joe, du hast so vernichtet diese Action, du hast da gar keine Ahnung! I would say the trio of stars that exist within the big team, like Nex, like Tabson, and like Keith, they have been wildly inconsistent going into the major tournament. We all knew that they had high highs and that they could do very well on certain days. They never seemed to all play well at the same time, and that inconsistency just disappeared throughout the major tournament, which is, I think, one of the most fantastic things I've seen in a long time. And when they all played well in the game, it turned out this team was very hard to beat. Then you combine that with the sort of experience of Legia and obviously of Gopi himself, and you actually had a very powerful team that turned out to be very hard to beat. Ich finde, du bist rausgegangen. Du warst hier? Ich hab's gespielt. Wir haben Pech, diese 4-0. Wir hatten gleich das Spiel nach erster Hälfte. Wir hatten keine Chance, weil Kult halt überkrass war. Und dann readen wir sie. Sie werfen zwei Smokes, wir werfen nicht mal eine Flash gegen. In so der alles entscheidenden Runde. Code gewinnt man nicht, One on Two Quatsch von Y. Das hast du so gut gespielt. Wow, Alter. Eigentlich meinte ich nur bis dahin und danach clever, so mit Boost. Und aber er hat es gespielt. Ich habe halt mich direkt angepasst. We will celebrate if we come. Don't watch Game of Thrones. We'll watch it together then. But we need to watch it together, okay? Doesn't matter. Okay, nice. Ja, man könnte diese Story nicht besser schreiben. Ich schwöre, es ist noch nicht vorbei. Party. Wer von euch jetzt satt ist, den werde ich halt selber beleidigen. Wir gewinnen dieses fucking Turnier. Wie gehabt weiter. Wie vom Qualifier. Ich Guck mal, bitte! Nein, aber ich meine das jetzt. Das ist so ein überbekannter Rapper, so den. Ich feiere das überhaupt. Hör, wer denn? Als Richter. Also 100. Lol, klar, ich kenne den, ja. Natürlich. Klar. So ein schlechtes Rating. Aber up. Du hast insane. Deine Tracks waren absolut Impact. Wie insane war die? Du machst bam, bam, bam. Ich wurde geknifed, Alter. Ja, komm, das kann passieren, Alter. Hallo, Freunde, wir haben gerade
Legend-Status erreicht und wie ihr schon seht, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Ich werde hier gezwungen, ein Statement zu machen, deswegen sage ich einfach, was hier abgeht. Also wir sind alle absolut am Ausrasten und das Spiel war, ich weiß gar nicht, wie wir genau gewonnen haben. Es hat irgendwie am Ende für 16-14 gereicht. Normalerweise gewinnt man nie ein knappes Spiel gegen SK, man verliert immer. Wir haben es jetzt geschafft. Jetzt haben wir erstmal 2 Tage bis in Ruhe. Wir werden uns aber auf die Playoffs vorbereiten. Wir sind auf jeden Fall nicht zufrieden und wir danken an allen, die diesen Hate von uns versucht haben wegzunehmen. Und wir haben gezeigt, dass es auch ohne diesen Jump geht und dass viel, viel andere Sachen viel wichtiger sind. Und jetzt sieht man, dass sich 6 Monate Training wirklich ausgezahlt haben und hoffentlich werde ich noch ein besseres Statement machen, wenn wir weiterkommen im Turnier. Wir sehen uns dann. Wir haben diese Map einfach vor dem Turnier getrained. Was das Traurige ist? Wir haben die nie trainiert. Anstatt Inferno reinnehmen. Mann, Vati, du brauchst so ein bisschen so einen Widersacher, der ein bisschen Kontra gibt halt. Das ist mit Armin halt. Ja, aber der versteht das manchmal nicht. Der ist ja geistig halt. Was, ich? Ja, so, wir haben es trotzdem geschafft, obwohl Armin wollte, dass wir verlieren. Krass. Boah. Jungs, Alter, ich hab euch sehr lieb, alle. Wirklich.